Adrian von Askalan und seine Gefährten sind vollgepackt mit tollen Sachen, oder vielmehr vollgepackt mit Ork-Krempel, in einer Ork-Höhle, und zwar irgendwo im Steineichenwald zwischen Fexger und Skelellen. Hier in diesem relativ hell erhellten Räumchen gab es einen Kampf gegen Orks und Oger, und da vorne ist ein Trüchen. Wer ist der Herr über den Tod? Über Blut und Rache, fragt euch die Truhe. Na, wer wohl sonst? Eine magische Truhe. Wie kommen Orks an eine magische Truhe? Das verstehe ich nicht. Herr über Tod, Blut und Rache. Das ist ein orkischer Gott. Die einzigen orkischen Götter, die ich kenne, sind Tairach und noch irgendeiner. Pratzorak. Ich glaube Pratzorak. Nee. Das war wohl falsch. Wer ist der Herr über den... Wer ist der Herr über... Wer ist der Herr über... Ja. Tja. Das stimmt alles nicht. Wenn es Pratzorak nicht ist, dann ist es Tairach. Vielleicht. Aber Tairach steht nicht zur Auswahl. Wieso steht Tairach nicht zur Auswahl? Herr von Askalan. Wer ist der Herr über... Adrian vorne bringt auch nichts. Vielleicht muss ich noch irgendwas machen. Vor euch steht eine grob aus Holz gehauene Statue, die einen orkischen Götzen darstellen soll. Offensichtlich Tairach, den Jenseitsherrscher. Tairach, aha. Und hier? Was? Ist ja gut. Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Bei genauem Hinsehen... Ah, eine Geheimtür. Dringil, du bist ein Schatz. Aber das schieben wir mal auf. Vor euch steht eine grob aus Holz gehauene Statue, die einen orkischen Götzen darstellen soll. Offensichtlich Brasorak, den Kriegsgott. Also Brasorak ist der Kriegsgott und Tairach ist der Jenseitsherrscher. Der Totengott. Wer ist der Herr über den Tod, über Blut und Rache? Fragt euch die Truhe. Aha, plötzlich kann ich Tairach auswählen. Und das ist auch richtig, weil Tairach, wie gerade gelernt, der orkische Totengott ist. Also dann, alle anderen habe ich ja schon ausprobiert, ohne Erfolg. Oh, was ist das? Ein Schild? Eine rote Mondscheibe. Herr von Askalan, das schauen Sie sich mal an. Gehen Sie mal nach hinten hier an die Gruppe. Eine rote Mondscheibe, was ist das? Bei der roten Mondscheibe handelt es sich um ein Amulett, welches dem orkischen Gott Tairach geweiht ist. Es scheint, als würde es dem Träger ein Stück von Tairachs Macht geben. Jetzt steht hier schon, was das macht, weil es ein gesegneter Gegenstand ist und kein magischer, oder? Ach. Wie heißt du? Gaskorin? Hellsicht, Odem Arcanum? Odem Arcanum. Ja. Das ist so wie das Fexgewand. Das ist ein geweihter Gegenstand und kein magischer. Deswegen muss ich ja nicht analysieren. Mut plus 2 ist natürlich... ist natürlich eine Hausnummer. Jähzorn plus 3. Kann Jähzorn plus 3 eigentlich da noch... Also, ich habe jetzt hier 6. Ich glaube 7 oder 8 ist doch das Höchste. Oh. Idealerweise würde ich das natürlich Dorun geben, der aber Charisma nur 8 hat. Die Jähzorn 7. Hätte er Charisma lediglich 7, das kann ich nicht machen. Gaskorin hingegen hat 18 Charisma. Wenn er auf 17 Charisma runterfallen würde, wäre das nicht so schlimm. Er hat hier 8 Mut, aber nur wegen Raumangst. Eigentlich hat er 10 und so wären es dann 12. Und Jähzorn wären bei ihm 7. Das ist natürlich kacke, aber es ist natürlich auch zu verkraften eigentlich. Ha.
Ob nun 17 Charisma oder 18 ist doch eigentlich egal, wenn ich dafür 2 Punkte mehr Mut habe, oder? Die Frage ist nur, ob Mut überhaupt sinnvoll ist für Gaskorin. Talente? Betören? Geht auf Charisma, Intuition, Überreden? Ah, da kommt Mut ins Spiel. Gassenwissen nicht. Menschenkenntnis nicht. Schätzen auch nicht. Tierkunde, Mut. Ja, Mut ist für Gaskorin nicht wirklich wichtig. Magiekunde. Ja, kannst du vergessen. Zauber. Deine Zauber sind. Ich guck mal auf meine Liste. Gaskorin habe ich denn hier offen? Ja, Hexenblick. Ich will gerade herausfinden, ob das ein Amulett ist, was ich Gaskorin um den Hals binde. Hexenblick geht nicht auf Mut. Odem Arcanum und Exposami. Nein, nein. Adlerauge und Sensibar. Nein, nein. Fulminictus, Radau und Blitz dich find. Fulminictus nicht, Radau. Radau geht auf Mut. Blitz dich find. Na gut, das benutze ich ja kaum. Krähenruf, Sanftmut, Somnigravis. Krähenruf. Mut, Sanftmut. Auch. Somnigravis. Nicht. Hexenspeichel, Ruhe, Körper. Feuerbann und Attributo. Feuerbann. Attributo. Ach, schwierig. Oder ich gebe es Merit. Was ist denn damit? Merit könnte Mut gebrauchen. Charisma hat ja 9. Ob er 9 oder 8 hat, ist auch wurscht bei ihm. Wofür braucht er Charisma? Er braucht kein Charisma. Seine Talente sind Kampfwerte vor allen Dingen. Hier sieht man aber nicht, worauf die gehen. Kriegskunst geht auf Mut, Klugheit und Charisma. Wäre dann eine Verbesserung. Körperbeherrschung, Mut, Selbstbeherrschung, Mut, Schwimmen, Mut, Klettern. Ah, es geht viel auf Mut bei ihm. Also Merit wäre auch noch einer. Adrion und Myria haben schon. Imion, nee, dem gebe ich das nicht. Für Gaskorin, es passt nicht so richtig. Gaskorin braucht Mut jetzt nicht so wirklich in seinen Talenten. Er bräuchte das. Aber Charisma 7 kann ich nicht machen. Auf Weiher. Und Ringil braucht es nicht wirklich. Dann gebe ich das mal zu Merit. Wo ist es denn überhaupt? Grundwerte hier. Gib mal irgendwas ab. Dann kriegst du von Adrion dieses Teil. Wo trägt man das? Hier am Hals. Also Mut ist jetzt dann bei 13 und Charisma bei 8 und jetzt schon bei 7. Ja. Und so wie dieser Effekt vom Raumangstwurf weggeht, hat er hoffentlich dann Mut 15. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich lasse es erstmal hier. So. Lang genug jetzt hier mit aufgehalten. Dringil, du hast was entdeckt, aber ich schaue mich noch ein bisschen um. Was habe ich hier? Gleich. Erstmal da hinten die Geheimtür. Geheimtür. Also scheint Tairach ja als Gott auch wirklich zu geben, sonst kann der ja auch nichts weihen. Nicht wahr? So. Wo gucke ich eigentlich gerade hin? Moment mal. Ich gucke gerade in diese Richtung. Dann führt mich die Geheimtür doch in einen Raum, den ich schon kenne, nämlich den Eingangsraum. Hä?
Ja, natürlich. Toll. Ach, gar nichts entdeckt. Ist da irgendwas? Hier irgendwie so? Nee, nicht wirklich. Ah, schade. Wo war die Ork-Latrine? Die Ork-Latrine war da unten. Hier ist noch ein bisschen was unaufgedeckt. Habe ich jetzt eigentlich die Queste schon erledigt? Mit den Ork-Aktivitäten oder nicht? Mal schauen. Nee, dieses Amulett hat damit nichts zu tun. So, hier ist noch ein bisschen schwarz überall. Geht noch einmal quer durch den Raum. Hier sind keine Gegner mehr. So. Penetritzel möchte ich nicht anwerfen. Ich habe jetzt... Ich habe doch eine verschlossene Tür. Die ist da oben. Dann ist der Schlüssel bestimmt für diese Tür. Was ist hier unten noch? Ich habe jetzt so lange mit der Truhe rumgemacht. Ich möchte jetzt nicht das nochmal machen müssen, wenn ich ja gleich in einen Kampf reinlaufe. Darum mal gerade speichern. Und dann... Aus der Wand ragt ein Hebel. Wollt ihr... Den Hebel kurz niederdrücken? Okay. Dann muss ich jemanden abstellen. Ich weiß nicht, was das macht, aber mach's mal. Nein. Aus der Wand... Imion. So. Was macht das? Macht das hier hinten irgendwas? Vor euch tut sich eine speergespickte Falle auf. Ist das jetzt trotz oder wegen des Hebels? Was? Oh, nee. Boah, ist das mies. Was habt ihr gerade nicht gekonnt? Add-Effekt Wundfieber, toll. Auweia. Tja, das ist besonders ätzend, weil ich Wundfieber nicht kurieren kann und ich bin mitten im Steineichenwald. Oh nö, also ich mache das ja ungern, aber hier muss ich echt laden, sorry. Also das Problem ist, dass ich... Oh, diese hässliche Maus, die nervt mich. Also das Problem ist, dass ich über eine Woche brauche, um nach Fexcare zurückzukommen. Dort ist ein Heiler. In Skelellen ist meiner Erinnerung nach kein Heiler. Und in der Zeit, wenn die Hellen sich jetzt direkt Wundfieber holen, die kriegen dann bleibende Schäden oder sterben an der Krankheit, weil ich sie nicht behandeln kann. Wundfieber ist eine der ätzendsten Krankheiten überhaupt. Und ich komme nicht rechtzeitig wieder zurück nach Fexcare. Wenn ich jetzt irgendwie nur ein oder zwei Tagesmärsche von der Stadt entfernt wäre, wo es einen Heiler gibt, würde ich ja sagen, okay, nehmt halt die Wunden in Kauf. Aber das kann ich nicht machen, es geht nicht. Ist unmöglich. Ah, was für eine Scheißstelle. Dann geht mal da oben an die Tür, vielleicht finde ich da ja irgendwas. Vielleicht kann ich die irgendwie zumachen, diese hässliche Falle. Mit Hilfe des bronzenen Schlüssels könnt ihr diese Tür problemlos öffnen. Das ist schön. Fallen? Nein. Orks? Nein. Aber Truhen. Das ist gut und schlecht gleichzeitig, weil ich ja eh schon überladen bin. Tringilein, was finden wir denn hier? Proviant. Orkische Bronzeflaschen. Da ist wieder irgendein Heiltrank drin. Zwei runenverzierte Flaschen. Also die kommen mit. Also zwei runenverzierte Flaschen und zwei orkische Bronzeflaschen. Proviant würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, Proviant stapelt sich zu 20 und ich habe im Esel noch einen angefangenen Stapel. Da sind 11 drauf, glaube ich. Pack mal 9 ein. Ich fürchte, ich muss hier was liegen lassen. Das ist ja ganz schlimm. Also, Eselchen, was sagst du denn? Das ist der falsche Esel. Natürlich ist das immer der falsche Esel. Nee, 15 habe ich da. Oh, weia. Komm schon, nimm es raus. Und dann
gibt Adrian dir was zurück? Oder wer hat hier den Proviant genommen? Wer war denn das? War das Dorun? Jawohl, Dorun war das. So, 20 zurück. 4 bleiben bei Gaskurin, kann ich jetzt nicht verarbeiten. So, Adrian ist überladen, toll. Dann bitte erstmal einen... Na gut, Odem Arcanum und Analyse sollte ich jetzt nicht sprechen. Weil ich vielleicht die Astralenergie noch brauche. Pack das erstmal zu Myria. So, und hier... Herr Dringil. Ach, du Kacke. Was ist das pure blanke Geld? Aber ich kann nichts davon einpacken. Zumindest nicht jetzt, wo ich hier noch vielleicht kämpfen muss. Findet ihr irgendwas, meine Lieben? Oder war es das hier? Was könnte es hier gewesen sein? Und jetzt muss ich mir echt überlegen, was ich mit dieser blöden Falle, Speerfalle mache. Da unten ist noch eine Truhe. Ich muss da um die Ecke. Und war das so, dass durch diesen Hebel die Tür aufgeht? Linksrum. Linksrum, genau. Hä? Ich bin völlig verirrt. Wie bin ich denn hier reingelaufen? Ach, ich muss da hinten rum. Oh je. Ja. Das ist echt extrem ätzend mit dieser wie nennt man das? Undesinfizierten Falle. Und es rutscht doch garantiert einer rein. Nochmal bitte speichern. Aus der. Da hinten ist eine Tür, sie ist zu. Aus der Wand ragt ein. Emion? Ja, der Hebel öffnet die Tür. Kommt ihr hier wohl irgendwie drüber? Vor. Boah, das trifft gleich mal 2. Sind hier noch Gegner? Nee. Hier ist noch eine weitere Schatzkammer. Ich will mal gucken, was drin ist. Oh ja, das brauche ich. Org-Dokument auf alle Fälle. Oh, krass. Geld ohne Ende. Und das sieht verdammt magisch aus. Zwei Hände des Windes. Ja. Ich muss hier rein. Dringil muss hier rein. Oder Myria. Ich starte mal. Also, ich muss mit Myria da rein, weil Myria die einzige ist, die die Truhen aufmachen kann, die Licht hat und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen kann. Und kämpfen muss sie ja nicht. Sie kann mal gerade irgendwas an irgendwen geben. Damit es ein bisschen leichter wird hier. Gesef. 9 freie Felder. Kommt noch ein 10. hier. Zack. Und der Schluck geht auch noch weg. Ja. Jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt einen Held hier dran stellen und dann werde ich versuchen, dass Myria, die übrigens Raumangst hat, gerade sie. Toll. Sie ist die Einzige, die Raumangst hat und gerade sie brauche ich jetzt mit all ihren Talenten. Aber wie dem auch sei, ich werde jetzt irgendwie versuchen, da so oft mich mit der Falle zu beschäftigen und Myria ganz alleine, bis sie es vielleicht mal schafft, darüber zu kommen, ohne sich eine Wunde zu holen.
Und dann muss ich das gleiche Spiel nochmal zurückschaffen wahrscheinlich. Das ist nicht einfach. Aber das ist mein Plan, den besseren habe ich nicht. Tut mir leid, das ist ein bisschen nicht rollenspielgerecht. Aber ich erinnere mich dunkel daran, dass ich dieses Pergament da hinten, dass ich das brauche für die Hauptquest. Ich muss das also holen, es geht nicht anders. Und mit Wundfieber, also wenn ich es kurieren könnte, wäre es ja kein Problem. Ich würde mir auch die Kräuter besorgen, die ich dafür brauche und dann zurückkommen. Aber ich glaube, ich kann Wundfieber nicht behandeln. Ja. Ich müsste mal also ein Krankheitselixier kaufen. Das ginge. Und dann zurückkommen. Nochmal. Das ist aber auch blöd, weil es Krankheitselixier ja eigentlich nicht gibt. Nee, dann mache ich das so, wie ich gerade gesagt habe. Und jetzt brauche ich ein paar Versuche. So, Myria probiert's. Aus der Wand. Vor. Okay. Hinwärts hat sie es geschafft. Was ist da gewürfelt worden? Myria, check Gewandtheit. Ah, das ist eine Gewandtheitsprobe. Ah, verstehe. Das heißt, eigentlich könnte ich natürlich, jetzt wo ich das weiß, und es ist auch irgendwie logisch, dass es Gewandtheit ist. Das ist total logisch. Da könnte ich das ja eigentlich mit dem Attributo nochmal machen. Richtig oder falsch? Also, Gaskurin, Attributo sprechen auf Myria, Gewandtheit. Dann Myria alleine hier rüber springen lassen und dann die Truhen leeren lassen und dann wieder zurückbringen. Das ist der Plan. Jawohl. Das wird gleich mal probiert. Moment. Also. Magie anwenden. Gaskurin. Verwandlung. Attributo. Myria. Gewandtheit. Attributo. Jetzt hat Myria Gewandtheit 13. Das sollte ein bisschen helfen. Jetzt muss ich Myria wieder vom Rest der Gruppe trennen. Das geht folgendermaßen. Erstmal Gruppe zusammenführen. Hier stand Doron am Hebel. Jetzt muss Gruppe teilen. Myria alleine wählen. Dann Gruppe wechseln. Dann geht hier von euch aus der Doron zum Beispiel. Dann Gruppe. Ja, lass mich doch in Ruhe. Danke. Gruppe wechseln. Da, Myria. Du bist jetzt hier alleine. Jawohl. Hast Gewandtheit und bist den Raumangstwurf los. Und jetzt mal gerade speichern. Und dann aus der Wand. Schnell hier rüber. Vor. Das hat geklappt. Jetzt hier schnell, komm. Ach ja, Quatsch. Vorrahmen. Vorrahmen! 28 Dukaten, 9 Silberstücke und so ein bisschen Krempel schaue ich mir gleich an. Dann. Vorrahmen! 85 Dukaten, 3 Silberstücke und. Vorrahmen! Ein vermutlich magisches Schwert. Und dann wieder zurück. Aus der Wand. Das hat geklappt. Du hast wieder die Gewandtheitsprobe bestanden. Ach, die musstest du beim Rückweg gar nicht machen. Okay, gut. Das war das Rätsels Lösung, zumindest bei meiner Gruppenzusammensetzung. Wo seid denn ihr anderen? Aus der Wand. Ruhe. Hier ist einer. Gruppe wechseln. Hallo? So, jetzt habe ich es alle wieder. Oh, das war echt Stress. Also dafür eine Lösung zu finden für dieses Ding da hinten, das war ein bisschen schwierig. Ich musste erstmal herauskriegen, was hier überhaupt Sache war. Und das hat jetzt ein bisschen Speichern und Laden gebraucht. Rein rollenspielerisch haben die Helden natürlich die Falle gesehen. Die war jetzt nicht versteckt. Und haben sich dann überlegt, dass da wohl jemand mit Gewandtheit drüber muss und haben sich halt für Myria entschieden. Weil dank Penetritzel, den ich noch gar nicht gesprochen habe, okay, das muss ich nachholen. Hellsicht, Penetritzel, Maximum. Penetritzel! Weil dank Penetritzel, Holz und Stein haben die Helden vorher festgestellt, dass es hier Truhen hinter der Wand gibt.
Und dann fiel die Wahl auf Myria, weil Myria die einzige ist, die Licht hat und Truhen öffnen kann. Dringil kann nur Truhen öffnen, hat aber keine Lichtquelle. Und Adrion hat nur eine Lichtquelle, kann aber keine Truhen öffnen. So war das jetzt rollenspielerisch. Ich hoffe, das ist halbwegs vertretbar, was ich ja gerade gemacht habe. Aber die Stelle war echt total ätzend. Jetzt gehe ich gerade nochmal mit Penetritzel hier überall lang, solange ich das Ding noch habe. Um einfach das noch ein bisschen besser aufzudecken. Ich nehme an, ich finde nichts mehr. Jawohl, das sieht gut aus. Hier unten noch ein bisschen. Sehr gut. Karte. Ja, hier unten kann ich nochmal schauen. Genau. So, das war ungefähr alles. Hier unten war ja nichts mehr drin, das habe ich jetzt nicht aufgedeckt. Aber ist ja auch egal, die Helden haben es geschafft. Und das längere Video ist jetzt zu Ende. Und bevor es dann weitergeht Richtung Skelellen, ich überlege gerade, ob ich die Helden hier drinnen rasten lasse oder erst draußen. Nee, ihr rastet erst draußen. Durch und geht schon mal nach vorne. Und das, was Myria mitgebracht hat, der Kram, ja, da kann Gaskurin gleich nochmal Odem Arcanum sprechen. So viel Zeit muss sein. Hellsicht, Odem Arcanum. Odem Arcanum. Ja, da sind diese Heiltränke, diese vermutlich Mana-Tränke, also Astralenergie-Tränke, Zaubertränke heißen die. Und zwei Händer des Windes. Herr von Askalan, möchten Sie ein paar Astralpunkte opfern? Ja, das möchten Sie. Hellsicht. Odem Arcanum. Das war schlau. Hier, zwei Händer wählen. Analyse. Moment. Adrion, nimm doch bitte mal deine nicht vorhandene Kristallkugel. Wo ist die eigentlich? Wieso hat eigentlich Myria deine Kristallkugel, Adrion? Das verstehe ich nicht. Nimm die mal in die Hand. Dann nimm sie halt da in die... Adrion, du nervst mich gerade. So. Das erleichtert dir doch die Proben auf Hellsichtzauber. Hellsicht, Analyse. Analyse. Zwei Händer des Windes. Schaue ich mir gleich näher an. Dann gleich nochmal. Analyse. Zaubertrank, jawohl. Raumangstwürfe. Ja, lass mich doch in Ruhe. Und nochmal. Hellsichtanalyse. Analyse. Orkische Heiltränke. Und jetzt hat die Kristallkugel auch... Ja, die hat ihre plus 2 draufgegeben. Sehr gut. Dann nimm das Ding wieder aus der Hand. Nimm das wieder in die Hand. Myria, du kannst von Imion mal wieder deine Schleuder und die Steine kriegen. Das hier geht mal zu Adrion wegen Analyse. Dann nimmst du bitte mal deine Schleuder in die Hand. Das hier ist ganz normaler Schmuck. Den kann ich hier mal gerade einlagern. Ich habe hier ein Mutelixier. Ach, das habe ich da auch irgendwo gefunden, glaube ich. Ach, was weiß ich, wo das war. Was ist das hier? Das ist ein magischer Zweihänder. Eine magische Untersuchung des Zweihänders offenbart einen Umweltzauber, vermutlich einen Nihilitio Gravitas, der das große Gewicht der Waffe nahezu halbiert. Außerdem wirkt auf der Klinge der Objektzauber Adamantium Erzstruktur in der Variante Zauberstahl, der die Waffe unzerbrechlich macht. Geschichte. Diese magische Waffe wurde in der Olporter Runa Jasko, der sogenannten Halle des Windes, von Haldrunir Windweiser geschaffen. Der Skola Foradandi, der zugleich auch Hetman der Runa Jasko ist,
ist ein Experte im Bereich der elementaren Magie und schenkte diese magische und vor allem unzerbrechliche Waffe einst dem verdienten Recker Rondja Skirbjason, der sogar das Hochland der Orkschädelsteppe bereist haben soll. Die Spur des Thorvaler Kriegers, der gegen Ende mehr und mehr dem Bremer Feuer verfallen sein soll, verlor sich damals nördlich des Steineichenwaldes, wo er wie hügelig vor ihm auf Orkhatz ging. Tja, niemand meiner Helden kämpft mit einer zweihändigen Waffe, das ist schade. Ja. Die ist recht leicht, das stimmt. Trotzdem nimmt sie mehr Rit. Was habe ich noch gefunden? Mut-Elixier. Wo habe ich eigentlich mein Elixier-Täschchen? Es geht schon wieder los, dass ich mich in meinem Inventar hier verliere. Das hier ist die Gifttasche. Ich habe doch auch eine Tränketasche hier. Mut-Elixier. Ich habe zweimal Mut-Elixier, das sich nicht stapeln lässt. Wo ist denn die dritte Flasche? Hier. Das ist Mut-Elixier. Das hier ist vermutlich... Ja, das habe ich... ich habe zwei Mut-Elixiere gefunden in der Ruine des Schwarzmagiers. Ich glaube, ein Mut-Elixier ist gar kein Mut-Elixier, sondern was anderes. Und dadurch, dass die beiden sich hier stapeln, werden das hier wohl die richtigen Mut-Elixiere sein. Erhöht den Mut vorübergehend um plus 5. Oder es ist... Ja, ich glaube, das hier ist kein richtiges Mut-Elixier. Das könnte ich mal verkaufen. Ja, das kriegt mal Imeon. Dann hier die Tasche. Pack mal ein bisschen was rein. Ich habe keinen Platz. Hylaila Feuer. Wieso ist das eigentlich bei Gaskurin? Das muss eigentlich so Dringil. Weil wenn einer werfen kann, dann ist es Dringil. Und der ist damit überladen. Das ist das Problem. Ach ja. Ach, ihr Helden, ihr seid echt Spezialisten. Also, ich werde jetzt ein bisschen noch meinen Kram hier sortieren und versuchen, wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Das, was ich gefunden habe, ist analysiert. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Ork-Pergament. Das hier, Ork-Dokument heißt es. Habe ich eigentlich schon einen Questbucheintrag? Wir haben in der Höhle aufgeräumt und ein wichtiges Dokument der Orks erbeutet. Jawohl, das haben wir gemacht. Das wird mal gelesen. Das ist orkisches Gekrakel und eine Art Landkarte. Sprachen 13. Da bist du doch die Beste, meine Liebe. Hast du gerade die Probe nicht bestanden? Fail. Ah, Sprachen 13 minus 6. Oh, du hast eine 20 gewürfelt. Okay, probier's nochmal. Schau es dir ganz in Ruhe an. Wir haben Zeit. Ah. Ihr haltet offensichtlich einen Aufmarschplan der Orks in Händen. Die Karte und die kruden Schriftzeichen bezeichnen das Hauptlager der Orks irgendwo auf der Strecke zwischen Fexker und dem Einsiedlersee und auch den Termin des Angriffs auf Thorval. Die letzte bereine Woche des Jahres 1010. 1010, wir haben jetzt das Jahr 1008, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Und jetzt werde ich, glaube ich, mal ins Questbuch schauen. Die Quest zu Ork-Aktivitäten ist jetzt zu Ende. Ja, wichtiges Dokument erbeutet. Demnach befindet sich ihr Hauptlager irgendwo zwischen Fexker und dem Einsiedlersee und sie wollen im Pereine des Jahres 1010 ihren Angriff auf Thorval starten. Genau. Und die Helden möchten jetzt ihren Weg nach Skellellen wieder aufnehmen. Und dazu werde ich jetzt noch ein bisschen Ramsch sortieren und werde vielleicht noch mal hier hinten ein bisschen was aus diesen Truhen rausnehmen, so viel wie geht. Aber das alles mache ich jetzt schon nach dem Schluss des Videos. Die ganze Umräumerei ist nämlich nicht so interessant. Und weiter mit den Helden dann hier an dieser Stelle. Wo ist eigentlich die Tür? Da ist die Tür. Weiter mit den Helden am Ausgang aus dem Gewölbe, das sich eine Höhle nennt und eine Orkhöhle ist, geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!